Du bist doch auch an der Mautstation. Was? Nee, ist das Station? An der Mautstation bist du doch. Da kommt ja eine Mautstation. Sag du bist ja direkt neben mir. Ja, hi. Ich sehe hier überhaupt gar keinen Punkt. Ja, jetzt ich mach mal ein Anfahrduell mit dem Andi. Andi, komm mal neben mich. Wir machen mal ein Anfahrduell. Josh, wenn du noch länger wartest, geht die Schranke runter. Ja, gut. Aua! So, jetzt, pass doch mal auf. Ich bin stehen geblieben. So, jetzt bleiben wir hier stehen. 3, 2, 1 und Josh, Vollgas. Warte mal. Du bist irgendwie noch nicht synchron zu mir. Wir müssen dann schon irgendwie direkt nebeneinander. Du müsstest noch ein Andi. Stück vor. Andi, du könntest auch einen Kilometer weiter hinten starten als Josh. Du wärst eh schneller. Mal. Ja, 3, 2, 1 und Vollgas! Mein Motor ist aus. Okay. Oh, das war unfair, aber sonst hätte Andi so... Noch ein Stück. Jetzt. Ja, es muss ein Stück vor. Warte, warte mal, warum habe ich eigentlich einen Scheibenwischer noch an? Das regnet doch gar nicht mehr. Warte mal. Aber es ist Nacht. Drei. Da kann man die Dunkelheit wegmachen. Meinst du, es wischt die Dunkelheit weg, oder? Ja. Ja, Josh? So, 3, 2, 1, Vollgas! Geht hier immer noch an der Mautstelle. Okay. Josh, kommst du näher? Das wird übrigens gleich wieder bei einer Ausfahrt, wo man nicht abfahren kann, einspurig. Also passt's auf. Josh, weißt du, wo wir hin müssen? Ja, ich hab immer nur geradeaus. Gesetzt. Immer nur geradeaus. Ja, das Problem ist, dass er ja nicht an mir dran bleibt. Bitte beachten Sie. Ich bin hier genauso schnell wie du. In ein paar Kilometern befindet sich eine Spur verengt. Ach, das ist eng. Der Josh ist so ein typischer Navi-Benutzer, ne? Ja, erst sagt er, ich möchte Sprachausgabe und dann redet er dazwischen. Ja, er filtert sich schon wieder die passenden Wörter raus. Jetzt hat er wieder irgendwas mit Engel gehört. Hm? Engel oder Enge? Enge. Beides wahrscheinlich. Außerdem, Josh, man kann bei ETS das Fenster runterkurbeln und den Außensound hören. Ja, du kannst einfach den Kopf durch die Scheibe durchstecken. Einfach durch. Hauptsache reinhämmern. So, wann seid ihr denn mit eurem Rennen mal hier angekommen? Wir fahren schon Maximalgeschwindigkeit. Ich frag mich nur gerade, warum du so vehement an mir dran bleibst. Ja, weil wir jetzt gelockt sind auf 110. Achtung, es gibt eine Ausfahrt, da fährt man runter, da gibt's auch keinen Weg geradeaus. Andi, wir müssen raus. Ja, ich muss erst meinen Motor wieder anmachen, so. Ihr fahrt so lange geradeaus, bis ihr nicht mehr geradeaus könnt einfach, das ist ganz einfach. Wie sie hat neben gesagt. Boah. Ihr seid jetzt gerade an der Ausfahrt, oder? Ja. Ja. Oh, was leuchtet da blau? Ein blaues Licht wahrscheinlich. Oh, das regnet ja doch noch, oder hat das wieder angefangen? Ich glaube, das ist ein pinkes Renault. Was ist das, ein blaues Licht? Josh, was war denn eben? Nix, du bist nur unkontrolliert hier gegengeflogen. Da war plötzlich so eine Pfeilwand, da konnte ich nicht viel gegen machen. Ich so, wir fahren ab. Andi so, guck mal, der AirTag. Hallo, bleibst du ein AirTag? Hallo. AirTag? Ja, bitte. Du bist aber ganz schön langsam. Das nennt sich Fracht. Nein, du hättest jetzt ganz einfach also langsam und deutlich antworten können. Nee, Tag. Also eigentlich euch ja genug müssen wir ja 80 fahren. Das ist nicht der Jatak, das ist der JPEG. Macht's irgendwie, glaube ich, nicht besser. Naja, immerhin ist da das J richtig ausgesprochen. Der Japak? Wenn euch J-Attack zu schwer ist, dann nennt mich doch einfach J. Nee, du bist nicht bei Pizza, mir tut mir leid. Was denn? J ist doch hier Man in Black, oder? Und vor allem reibt sich das auf. Ah, vorne stehen Leute. Ray. Auf Hey. Muss da mal durch. Darf ich vorbei oder so? Ja. Also irgendwie weiß ich nicht. Gib doch vor das Maul. Der Andi fliegt hier öfter mal unkontrolliert durch die Gegend. Andi, ihr habt doch Licht an eurem LKW, ne? So, und ihr seht auch Rücklichter, oder? Nee. Ja. Unglaublich. Hast du Mutze gerammt? Nö. Also doch. Nö. Also doch. Nein, doch. Ach. Oh, nö, zu früh gebremst. Zack. Ah, ist das schön. Ich glaube, der Andi steht gerade mal eine Runde. Bist du witzig. Josh, ja, wo heilst du eigentlich hin? Was, Heidi ist Nein, da? Nein, klappt's nicht.
Wer ist Heidi? Ich glaube, Luisa spricht gerade Tina Lisa an. Ach so. Was ist mit Tina Lisa? Ja, du stehst dauernd da rum, weil wegen der Tina Lisa, Andi. Das ist ja gar nicht wahr. Ich hätte jetzt von Andi sowas erwartet wie, ne, Tina Lisa? Nein, sie ist halt nicht gesprächig. Na? Ja, sie nimmst du beim nächsten Mal Nadia mit. Ja. Nein, sie hat gerade was im Mund. Boah. Das Sandwich, was auf der Seite liegt, das angebissene. Da weiß ich nichts mehr. Da liegt ein Sandwich, also bei mir liegt ein Sandwich auf der Beifahrerseite. Da weiß ich. Ich weiß ja nicht, was ihr mir gedacht habt. Bei mir liegt. Ich finde das nicht in Ordnung. Alle so. Boah, das war heute auch auf Arbeit so richtig schlecht. Da hatten wir so ein Mitarbeiter. Hatten wir so ein Mitarbeiter-Meeting. Und es sind ja momentan so viele im Urlaub. Und dann hat der Chef gefragt: Ist der gar nicht da? Ja, in der Regel schon. Ich dachte, es wäre ein Typ. Tsch. Kann man auch für Probleme kriegen, ne? Und so. Ah ja, dann ist er. War ja nur Spaß. Ja, krieg ich mal ein Problem. Du, Julian? Ja, Andi? Euch immer alte Bananenbiecher, wo ist denn eigentlich der Josch hin? Ja, der heizt hier vorne vor mir her. Heizen! Wo bist du denn? Nee, du hast kein Citaro oder ein ZF. Ist mir egal. Aber wo bist du denn hin? Dafür ich bin direkt Zito. Hinter dem Josch. Also der James, den sehe ich kaum noch im Rückspiegel, der wird immer lahmarschiger da hinten mit seinem MAN. Ja, 110. Jetzt kommt da gleich wieder näher, jetzt ist nämlich mein Motor aus. Was ist mies? Abfahren. Abfahren. Andi, soll ich mir machen, dass er gar nicht mehr angeht? Leute, abfahren. Achtung, enge Abfahrt. In Richtung Venezia. Richtung Venezia. Joscha hat enge gesagt. Muss ich dann da rein in die Abfahrt? Wer fährt denn da mit Warnblinker? Ich. Warum? Weil ich die Leute vorwarne, bevor so, ich weiß nur nicht, wo du hin musst, Julian. Von dem her. Ich bleib da mal stehen. Da, wo der Blitzer ist. Ist eine total gute Idee, so auf einer zweispurigen Straße stehen zu bleiben. Besser als auf einer einspurigen. Wow! Du hast mir ins Gras geschubst, du hast Kaufschikoten. Ja, das war Sinn der Sache. Ich komm hier hinterher oder sollen wir warten? Also ich bin neben dir. Ich sammle jetzt einfach den Schaden bei dir, bis der Motor halt irgendwann nicht mehr angeht. Ich meine gerade unsere zwei Turteltäubchen hier. Kommt ihr hinterher oder... Nee. Ich habe mir den Weg auf den Navi gestellt. Ich komme auf jeden Fall da an. Ich weiß aber nicht, wo... Also ich wüsste nicht, zu welcher Stelle. Ich habe einen Chemis vor mir fahren. Ich komme auf alle Fälle da an. Ja, und sonst fährt halt der Abschleppwagen immer. Wer schleppt wen ab? Der Abschleppwagen. Da ist gerade das Licht hinter mir ausgesagt. Du, Luisa. Ich brauche ja nicht mehr abschleppen. Der ist ja schon seine Freundin. Der ist schon seine Freundin. Die! Ich hab gesagt, die! Das. Du hast der gesagt. Wieso, weshalb, warum? Das war kölsche Dialekt, das heißt der. Ah. Also jetzt mal, steht für die. Jetzt mal unter euch Frauen, Luisa Bastor, und Tina Lisa, wie findet ihr das? Was denn? Wie der ja euch gerade genannt hat. Oh, es war ein Versprecher, meine Güte. Ich lasse Tina Lisa mal gerade den Vorrang. Tina Lisa, wie findest du das? Tina Lisa ist so ein Name wie Kevin Pascal. Okay, sie ist nicht begeistert. Andi, Tina Lisa ist so ein Name wie Kevin Pascal oder so Chantal. Jeremy Pascal. Ja, ich kann doch nichts dafür, wie sie heißt. Doch. Du kannst dir eine aussuchen, die nicht Frederik Chantal heißt. Ja, eine Frederik. Du. Wo ist denn jetzt die Werkstatt hin? Ach, da hinten. Weg. Da ist er. Bin ich überhaupt in Richtung links unterwegs? Ja. Siehst du, James, das hat nicht funktioniert. Jo, jetzt müssen wir noch über Verona nach Milan. Wo sind denn die anderen? Wer musste nach Verona? Ich. Carsten. Du, KFOR, Postbeat, BCP. Chikoten, wir sind die anderen. Ich warte. Auf der Karte. Ach so, cool. Danke. E-Akris. Jo, E-Akris. Im Norden. Da oben. Ja, mei. Da legst du wieder am Arsch. Da legst du nieder, wa?
Und der Jacoten muss nach Transinet-Sunbuilders. Wie Dingsbums. Wo fährst du denn hin? Was? Na warte, ich guck, wo ich hin muss. Tret. Nach Tret. Wie alle so weit nach außen müssen. Warte, wo muss der Carsten hin? Nach E-Akris. Was ist denn E-Akris? Ja, auch voll außerhalb. Schön, Spaß. Ja, aber wo? Ach, da. Spaß. Nach oben ganz. Ja, hey, genau, hey, ganz da oben. So, ab ich dafür. Ist ja aber nicht mehr so weit. Nicht so arg treten, das tut weh. Mal treten. So, lass mal den Carsten mal vor. Nicht so toll. Oh, der Takt ist fertig. Lieber Carsten. Und wie rücksichtslos. Versuch, Julian? Rücksichtslos. Ich krieg nüscht. Als wenn irgendjemand von uns was kriegen würde. Ja, wenigstens 1 Euro. Du bist ja genauso gut wie ich. Kriegst den Motor, wenn es nicht mehr gestartet? Doch, doch, jetzt schon. Du hast halt einen Fehler gemacht, du bist zu oft umgefallen. Andi, ich bin einmal umgefallen und da habe ich niemandem was getan. Fataler spielbeendender Fehler, so kamst du das vorbei. Also ich bin nochmal in die Werkstatt. Ja, dann warte ich auf dich, ich weiß eh nicht, wo die hin sind. Die sind hier rechts raus. Hä? Wo? Oh. Hier? An der Kreuzung vorher sind die rechts. Lass mich nochmal warten. Dann fahr mal mit dir mit. Juhu, was ist das schön hier. Was ist denn hier schön? Wieder hell und Sonne und Bäume dann und... Hä? Es ist dunkel. Ach, ich weiß, wo die sind. Bei den Bäumen. Auf der Hauptstraße sind wir. Ja, genau. On the Main Street. In the town where I was born. Einmal links raus. Country roads, take me home. Nochmal links raus. To a place I belong. West China. Und dann nochmal links. Was? Dann nochmal links. West Chinas. We left the city. Hey, nee, Tag. Alles gut? Wo sind sie denn? Hier die Straße weiter. Nächste wieder links. Ja, was steht hier eigentlich? Polizia Strandale. Controllo. Was? Controllo? Was? Polizia Strandale. Da steht Controllo? Polizia Strandale. Controllo. Polo. Della Villa Gotica. Gesundheit. Also könnt ihr noch kurz warten? Warum wir mit 5 km/h durch die Gegend? Julian, die haben wir doch ganz schnell wieder. Ach, da vorne ist er. Ja, fahrt mal los. Fahrt die mal los. Wer ist schneller, Carsten oder Jacoten? Carsten. Carsten 750 PS hat. Ja, es kommt aber auch auf die Ladung an. So, unter der Brücke durch. Aber der Carsten ist so geladen, doch. Aber Julian. Andi. Carsten fährt doch besser. Ja, dir gebe ich nochmal ein Kompliment. Das kommt davon. Das kommt davon. Ich sag noch, er fährt besser und er tränkt mich voll in die Leitplanke. Ja, kennst du Blinker und so? Was? Ich, hallo? Also ich hallo? Du musst sie gucken, wo ich blinke. Also ich hab den Carsten reingelassen und der Andi hat mich in dem Moment überholt. Das war das Problem. Ey! Hey, du hast mir gerade voll den Stoß mitgegeben. Carsten, ich würde dir helfen, wenn ich könnte. Der Andi stößt mich. Kriegt man ihn nicht da runter? Nee. Hast du mal probiert? Nee. Warte mal, guck mal. Die brauchst du nicht, der ist in der Werkstatt. Och, jetzt habe ich extra gedreht. Ja, wir drehen die ganze Zeit schon. Um genau zu sein. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin, Hilfe. In 2 Stunden 58. Julian, hilfst du mir mal bitte? Wo bin ich denn? Was weiß ich, wo du bist? Ich fahr jetzt die Auffahrt hoch. Ah, hier, da kommst du gerade. Ich glaube, es reicht, wenn er erscheint. Wo hab ich denn jetzt schon wieder Schaden bekommen?